Ja, mein Thema ist Einsatz von Videotutorials, wobei man das sicher auch transferieren kann für den Schulunterricht. Ja, selbst, sage ich mal, bin ich ein Fan von Videotutorials geworden, weil ich mache gern neue Sachen und habe das Problem gehabt, dass in der Küche mein Wasserhahn getropft hat. Also was mache ich? Habe ich auf YouTube nachgeschaut, ohne die Lizenzen zu beachten. Habe entdeckt, aha, da gibt es so eine Kartusche drinnen und die wird eben defekt. Wie habe ich mal geschaut, ob ich noch diese Kartusche bekomme? Ja, bekomme ich noch. Wie wechsle ich denn diese Kartusche? Und ich gebe in YouTube ein, Kartusche wechseln, doch, ja. Ich habe sofort von diesem Produkt, obwohl es ein älteres Baujahr war, eine Anleitung gefunden, wie man die Kartusche wechselt. Habe das Schritt für Schritt so gemacht, wie es mir erklärt worden ist. Zugegebenermaßen mit einigen Schwierigkeiten, weil wenn man dann irgendwie schon so fest gefressene Schrauben aufdrehen muss, das löst dann das YouTube-Video nicht, aber man weiß genau Schritt für Schritt, wie man ansetzen muss, samt Drehrichtungen alles und mein Wasserhahn tropft nicht mehr. Also das funktioniert in vielen Belangen ganz hervorragend, im privaten Bereich, vom Handwerklichen über Garten. Also was sind diese Videotutorials? Nichts anderes als filmische Schritt für Schritt Anleitungen, die versuchen, visuelle Kenntnisse zu vermitteln in Bezug auf die Handhabung. Eben, das kann irgendwas Handwerkliches sein, das kann auch was Pädagogisches sein, weil die Regina sich fällt mir sofort Methodenvielfalt ein. Also zum Beispiel gibt es auch so schöne Videotutorials, die Methoden versuchen zu erklären. Kugellager ist eine Methode, die da kurz beschrieben ist, also Teilnehmerzahl, so in kleineren Gruppen, mittelgroßen Gruppen. So, und wieso haben wir keinen Ton? Wenn ich eingeschaltet ist. Ist nicht wirklich ganz wichtig, der Ton. Also man gibt einen Gesprächsimpuls. Nachdem man sich in einen Außen- und Innenkreis aufgestellt hat, dann dreht man den Kreis weiter, gibt einen nächsten Gesprächsimpuls. Also Schritt für Schritt wird die Methode des Kugellagers hier erklärt. Ja, und so weiter. Also auch im pädagogischen Bereich, was Methodenvielfalt anbelangt, wird man da fündig, was Videotutorials anlangt. Wie kann ich jetzt so, eins muss ich schon sagen, als Person, die dem EDV-Bereich halt schon nahesteht, darf ich natürlich nicht vergessen auf die sogenannten Screencasts, das sind auch Videotutorials, die den Bildschirm filmen. Das heißt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man auf dem Computer zum Beispiel eine Software handhabt. Und da gibt es ja auch ganz, ganz nette davon, die nicht so nur Schritt für Schritt erklärt sind, sondern die kann man ja auch mit einem Hintergrund, mit Inhalten
kombinieren. Ich mache es jetzt nicht auf, aus Zeitgründen, aber in der Folie empfehle ich, wer sich für Audiobearbeitung interessiert, sich diesen Screencast anzuschauen. Da geht es um Grundlagen der Audiobearbeitung mit Audacity, mit einem Open-Source-Programm. So, wie kann man das jetzt unterschiedlich didaktisch einsetzen? Die eine Variante ist, dass man vorhandene Tutorials nutzt, um neue Inhalte zu erarbeiten. Und nachdem das so Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind, ist das so wirklich ein gutes Instruktionsdesign, wo wirklich Schritt für Schritt erklärt wird, wie was funktioniert. Das ist sozusagen ein Imitationslernen, ein Nachahmungslernen. Wenn ich das bei einer Software habe, ist mir auch schon aufgefallen, treten ganz leicht einmal Probleme auf, nämlich wenn meine Software auf dem Gerät genauso ausschaut wie das Bild im Videotutorial, dann verwechseln die Leute ganz gern, sind sie jetzt im Videotutorial oder sind sie jetzt in der Software, wo sie das ja natürlich parallel dazu mitmachen sollen. Also ich kann Schritt für Schritt mir das Tutorial anschauen, das immer wieder stoppen und parallel dazu im Programm, das ich lernen möchte, diese Schritte durchführen. Dann habe ich meinen Privatlehrer für meine Privatlehrerin mit meinem eigenen Tempo, kann das wiederholen, immer wieder anschauen, so oft ich es halt brauche, oder on demand anschauen, genau dann, wenn ich es brauche, nicht auf Vorrat. Das ist eine recht praktische Sache, wo man wirklich ganz fündig wird. Und Thomas hat es ja schon gesagt, YouTube ist da einfach wirklich eine Riesenquelle, wo man sich schon sagen muss, dass es ja wirklich Sinn macht, dass man einen Ort hat, wo man wirklich ganz, ganz viel findet, nachdem man sucht. Ja, dann ist die zweite Weise, wie man didaktisch arbeiten kann, genau das Umgekehrte. Also nicht das Imitieren, nicht das Nachmachen, nicht das Imitationslernen, sondern genau an der anderen Seite der Skala ein konstruktivistisches Lernen, wo ich ganz viel selbst gestalten kann, nämlich wenn ich die Inhalte schon kenne, dass man selbst Tutorials, Videotutorials macht und gestaltet. Also die Aufarbeitung von bereits bekannten Inhalten ist auf der anderen Seite vom didaktischen Design. Und das, würde ich sagen, ist ja auch wirklich ein Lernkulturwandel, dass man sagt, die Inhalte werden nicht von der Lehrperson zusammengestellt, sondern die Inhalte, die Unterlagen, macht der Lernende, die Lernende. Gerade in der Lehrerbildung ist das eine effektvolle Sache, weil das ist ja Kerngeschäft, Inhalte aufzubereiten für andere zum Lernen. Und wenn man es dann in dieser Form macht, ist das eine recht auch motivierende Vorgehensweise für Studierende. Zum Beispiel haben Studierende von mir da so Faltanleitungen gemacht. Wie mache ich das jetzt? Das bin ich nämlich überspringen. Ja, es ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, für eine Faltanleitung, um diese Frösche herzustellen. Oder eine andere. Ja, haben auch Studenten da vom Haus gemacht. Ein Tangram. Mit einem Tangram geometrische Körper bauen.
Ja, was sind so die Einsatzszenarien da an der PH von Videotutorials? Einerseits ist es ein sehr geeignetes Mittel für Individualisierung. Ich kann nämlich, wenn ich Videotutorials habe, auch von der Inhaltswahl her sehr frei arbeiten. Die Studierenden kennen sich bei mir die Software, mit der sie arbeiten, selbstverständlich selbst aussuchen. Weil es ist eh egal, mit welches Arbeiten, es gibt eh zu jeder ein Videotutorial, wenn man das nach Instruktionsdesign erarbeiten möchte. Ja, und im Allgemeinen natürlich kann ich damit Interessen von Lernenden fördern, wenn ich da entsprechende Unterlagen dazu anbieten kann. Auf der zweiten Seite der Medaille sind wir bei den Leuten, die manchmal nicht die erwarteten Fertigkeiten mitbringen, auf verschiedensten Gebieten, wenn sie zu uns studieren kommen. Im IKT-Bereich gibt es da durchaus in einzelnen Bereichen halt Nachholbedarf. Ja, dann kann man halt für fehlendes Vorwissen diese Videotutorials hernehmen und wirklich individuelle Lernpläne zusammenstellen und wo man dieses fehlende Vorwissen aufarbeiten kann. Dann in der Studienorganisation sind es Hilfestellungen, habe ich vom Thomas ein Videotutorial. Also diese Screenshots sind Ausschnitte aus einem Moodle-Kurs von einer Lehrveranstaltung von mir. Von der Studienorganisation her, da gibt es ja immer dieses tolle PH Online, wo die Studierenden zu Studienbeginn absolut Schwierigkeiten haben, mit dem System zu arbeiten, weil es ja auch sehr umfangreich ist und eine Arbeit, die wir in unseren Lehrveranstaltungen zu Beginn haben, ist immer, dass wir den PH Online-Kalender mit unseren Handys synchronisieren, sodass wir die Termine ganz aktuell immer auf dem Handy in der Tasche eingesteckt haben. Und nachdem das System ja so kompliziert ist und alle unterschiedlich schnell sind, ist das auch nicht so geschickt, wenn man das so einmal macht und dann hat es der eine und der andere hat es nicht und die Handys sind unterschiedlich. Bei einem dauert es länger, bei einem anderen geht es schneller. Also es ist immer sehr praktisch, wenn man dann sagen kann, ja, in dem Videotutorial kann man dann noch einmal nachschauen, was da schrittweise zu tun ist. Ja, wo findet man Videotutorials? Zum dritten Mal, YouTube ist eine Fundquelle dafür, aber es ist sehr ratsam, einen Filter zu setzen, Creative Commons, sofern ich die YouTube-Videos auch in der Klasse, in der Lehrveranstaltung, bei einem Vortrag verwenden und herzeigen möchte. Man kann auf der YouTube-Seite eben die Nutzung für Wiederverwendbarkeit und auch für Änderungen einstellen und dann immer da auf der sicheren Seite. Auch Vimeo ist heute schon erwähnt worden. Auch hier gibt es einen Filter Attribution und Share Alike. Das ist eben ein Lizenzmodell, das besagt, dass der Name des Autors, der Autorin genannt werden muss, wenn man es verwendet. In Thomas habe ich jetzt mündlich genannt, beim vorhergehenden Screencast. Da habe ich nämlich nicht gesehen, dass das Creative Commons ist. Habe ich es übersehen. Also habe ich verabsäumt, dass ich vorher gefragt habe, weil das wäre nämlich die zweite Variante, dass ich den Autor, die Autorin frage, ob ich das verwenden darf. Aber einfach zu verwenden, das ist gefährlich. Und Share Alike heißt, wenn ich etwas verändere,
muss ich das auch wieder, so wie ich mir es aus diesem gemeinnützigen Pool herausgeholt habe, muss ich es wieder zurückstellen, wenn ich etwas geändert habe. Also ich soll es in gleicher Weise machen. Ich darf es verwenden, darf es ändern, aber muss es wieder der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Und das ist ja das Lizenzmodell, was im Bildungsbereich höchste Priorität haben sollte. Wenn wir von öffentlichen Geldern gezahlt werden, dann sollen Arbeiten, die wir mit Geldern machen, auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Also müsste man eigentlich alles unter dieser Attribution Share Alike Creative Commons Lizenz kennzeichnen. Und dann haben es alle anderen Kolleginnen und Kollegen leicht, weil dann können sie es einfach verwenden, können es adaptieren auf ihre eigenen Bedürfnisse und stellen es wieder zur Verfügung. So wird man auch absolut Qualität verbessern können von Inhalten. Da fängt man an, was zu erstellen und dann kann man da ein paar Qualitätsschleifen einziehen und steht allen zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit möchte ich nicht unerwähnt lassen, das sind EduTags. www.edutext.de, das ist ein System, wo man Seiten, die man gefunden hat, abspeichert und teilt. Und wenn man das nicht nur auf dem eigenen Gerät abspeichert, die Favoriten oder Bookmarks oder Lesezeichen oder wie immer das heißt in den verschiedenen Browsersystemen, sondern auf Servern, serverbasiert macht, dann kann man es auch mit anderen teilen und die EduTags werden geteilt von, für Lehrkräfte. Das heißt, man hat da eine Systematik drinnen mit Lernzielen, mit Fachbereichen, sodass man auf edutext.de im Creative Commons Bereich auch einiges finden kann. Lehrer sein schon aktiv? Man registriert sich auf der Seite. Das ist eher eine, darum heißt es ja auch Social Bookmarking, die Leute mit gleichen Interessen finden sich zusammen. Aber es ist, geht, glaube ich, schon von einem deutschen Bildungsserver aus. Also es kommt schon vom Bildungsbereich. Ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar Links hineingestellt, falls jemand Interesse hat oder einen Bedarf hat. Schon wieder Überfall. Ah, die haben da heute eine Übung. Das dritte Mal sehe ich das heute schon. Oder kriege ich es mit, sehe ich es nicht. Ja. Die Grippe holt da immer irgendwelche Verbrecher aus dem Auto heraus. Selbstverständlich, das ist alles auf einer Plattform. Das, ja, in Link dazu brauchen Sie. Oder, gibt es frei für alle. Und wenn Sie suchen auf Prezi, dieses? Na, bin ich noch fertig. Dieser Präsentationsdienst heißt Prezi. Und mein Name ist Winkelener. Und wenn Sie unter Prezi Winkelener suchen, dann sollten Sie es eigentlich finden. Oder Videotutorials ist der Name. Dann sollten Sie es auch so finden. Und auf die Plattform kommt natürlich auch der Link, wo das gesammelt wird. Natürlich. Thomas, kannst du das so sagen, dass alle hören? Ja, also ich hoffe, dass es für diese Veranstaltung eine Webseite gibt, wo man dann auch die Inhalte der Präsentation. Danke. Also da kommt es auch drauf, aber man kann es auch auf Prezi so finden. So, da ist eine noch einmal herausgegriffen für die verschiedensten
Glaubensrichtungen, angefangen bei Moodle, wer mit Moodle arbeitet, Moodle ist ja in den Schulen schon eine sehr verbreitete Lernplattform. Da gibt es Videotutorials zur Nutzung, zur Handhabung von Moodle. Oder wer auf der Microsoft-Schiene arbeitet, ist das ein Link zu Videotutorials, wo man ganz viel Anleitungen im Umgang mit Microsoft Office hat. Dasselbe auf der Apple-Schiene, wo man in iTunes University Anleitungen zur Handhabung mit Apple-Geräten hat. Open Source-Schiene, hast du den erwähnt, den Kurs? Nein. Auf der Open Source-Schiene läuft gerade der Kurs Emacs, weil wir mögen ja das alle, nicht wahr? Kommen tut das von MOOCs für Massive Open Online Course. Und natürlich wollen wir im Bildungsbereich diese Massive Open Online Courses, weil ja das genau das Modell ist, wie wir als Lehrende gut zusammenarbeiten können. Und da läuft gerade der Kurs Gratis Online Lernen. Also da sind viele Inputs, auch Videotutorials, wo man halt was finden kann und zum Recherchieren. Und die Open Educational Resources sind da drinnen erwähnt. Ja, die sind so aufgebaut, dass jede Woche ein eigenes Thema ist. Aber nicht, wenn man jetzt ein paar Wochen versäumt hat, dass man sich diese Themen nicht auch noch aufsaugen könnte. Man kann sie in den Kurs einschreiben, gratis natürlich, das steht eh schon so da, und offen. Und hat dann für jede Woche, also jedes Thema ist geplant, wenn man es in derselben Zeit macht, wie eben die Anbieter, die TU Graz sind, dass man jede Woche wird ein neues Thema freigeschalten. Und wenn man später kommt, hat man halt alle schon freigeschaltet und sucht sich halt das aus, wofür man sich interessiert. Es ist in Österreich eine sehr innovative Plattform, ziemlich neue. Ein paar wenige offene Kurse gibt es da inzwischen. Ja, ich werde immer wieder gefragt, wie ich Videos einbinden kann auf der Moodle-Plattform. Ich sage jetzt nur zwei Sätze. Man muss sich ein Textfeld erstellen im Moodle und dann kopiert man im HTML, da hat man so einen Schalter, dass man auf HTML umschalten kann, im HTML-Mod kopiert man dann diesen Einbettungscode vom Video hinein und schon hat man dieses Video im eigenen Kurs auf der Plattform, wählt es dort an. Da ist ja auch ähnlich, da habe ich eine Präsentation, da habe ich Videos eingebettet und ich kann die abspielen. Und die wird nicht wo abgespeichert und wieder wohin aufgeladen, sondern das ist wirklich nur auf YouTube, das Video. Und da schaut nur ein Link dorthin und ich kann es so einbetten in der Präsentation, dass ich da nicht hin und her switchen muss. Und das ist erlaubt. Ich habe gestern extra noch nachgelesen. Es gibt ein EuGH-Urteil, ganz aktuell vom Oktober 2014, wo das Einbetten von Medien in eigenen Arbeiten erlaubt ist. Also es ist nicht erlaubt, ein Bild herunterzuladen, zu speichern und wieder in die eigene Präsentation einzubinden und damit zu vervielfältigen. Nein, das ist nicht rechtens, aber es ist erlaubt, das Bild einzubetten, sodass das nur angezeigt wird in meiner Präsentation, aber das Bild ist an seiner Quelle liegen geblieben. Ja, darum ist dieses Einbetten wirklich eine ganz wertvolle Geschichte. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe, sofern das noch in Ihren Möglichkeiten, Ihrer Energieressourcen ist, noch gern für Fragen zur Verfügung. Thank you.